Der Sommer gibt wieder sein Bestes. Die Sonne brennt unbarmherzig heiß auf uns herunter. Doch wie gefällt den Duisburgern diese für Deutschland untypische Hitze? Einfach zu heiß. Ne, der Kreislauf macht nicht mit. Toll, ich komme aus Mexiko. Also hier ist nicht heiß genug für mich. Normal. Macht mir nichts aus. Das ist nicht mein Wetter. Ich finde es ganz schlimm, muss ich also wirklich sagen. Es ist zu heiß, aber was soll man machen? Schwimmen gehen. Und also normale Sommertemperaturen, wie wir es immer hatten, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennengelernt habt, so um die 25 Grad, da wäre natürlich ideal. Wer aber seine Zeit zu Hause oder am Arbeitsplatz verbringt, dem kann ohne Klimaanlage ganz schnell zu warm werden. Wie sollte man in diesem Fall für eine angenehme Temperatur sorgen? Ich habe mir einen Ventilator ins Büro gestellt. Also ich habe hinten eine Tür und vorne eine Tür, Durchzug hilft. Ventilator an. Oje, oh, sich kühlen nach Möglichkeit irgendwie, Füße in kaltem Wasser, wenn es geht, einfach einen Schlüssel und die Füße rein, was auch immer. Fenster zu, Vorhänge zu, jetzt kühlt das natürlich nicht auf, wird trotzdem wärmer, aber in der Nacht kühlt es wieder ab, wenn ich Fenster aufmache, geht alles, ist okay. Ja, alles langsam machen, nicht zum Sport zu gehen, vor allen Dingen, und zu Hause alles dicht machen, Rolle runter, nachts die Fenster auf, geht Gott sei Dank in der ersten Etage, und einen riesigen Ventilator habe ich auch. In der Freizeit ist wohl die beliebteste Lösung jegliche Art der Kühlung. Erfrischung am Brunnen, ein leckeres Eis oder ein kaltes Getränk. Kälte macht die Tropenhitze deutlich erträglicher. Doch zu viel Kälte ist auch nicht gut. Professor Dr. Jörg Schlag, Chefarzt im Evangelischen Klinikum Niederrhein, empfiehlt, normal temperierte Getränke zu sich zu nehmen. Also kalte Getränke sind es eher nicht. Man empfiehlt, normal temperierte oder leicht warme Getränke zu sich zu nehmen. Kalte Getränke sind nicht empfohlen, weil die dazu führen, dass der Körper denkt, er müsste Hitze produzieren. Heiße Getränke sind auch nicht gut, weil man zu viel schwitzt. Also so mitteltemperiert ist eigentlich optimal und gerne auch mit viel Salz. Gut gekühlte Flüssigkeiten, zum Beispiel über die Handgelenke oder am Kopf auch mal eine kühle Kompresse, das ist sicher eine gute Idee, aber eine Schocktherapie ist sicherlich nicht gut. Generell ist die Flüssigkeitszufuhr jetzt besonders wichtig. Ja, das größte Problem ist die Entwässerung. Viele Menschen trinken zu wenig, nehmen zu wenig Salziges zu sich, und das kann dann bis zur Bewusstlosigkeit führen. Das heißt also, kühlen Sie sich nicht zu stark und trinken Sie genug, dann sollten Sie gut durch diesen Sommer kommen.